Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge und willkommen zum ersten Workflow-Video aus unserer Dunkelkammer. Viel Spaß bei diesem Video. Die letzten Wochen haben wir sehr deduktiv erklärt, wie wir unsere Dunkelkammer einrichten, welches Licht wir benutzen, wie wir das Licht aussperren, etc. etc. Was ihr wissen müsst, haben wir in dieser Playlist nochmal zusammengefasst. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Ja, heute möchte ich euch ganz induktiv mitnehmen und zeigen, einfach wie ich das Ganze gemacht habe. Dafür arbeite ich mit dem Fomabrom Variant, einem Multigradpapier, das so seine Tücken hat und vielleicht nicht unbedingt was für Anfänger ist. Auch wenn das Papier relativ günstig ist, so muss man doch sagen, ist das Ilford-Papier für den Anfänger vielleicht besser geeignet, weil man da häufig mit einem Filter auskommt. Beim Fomabrom Variant ist man definitiv dazu gezwungen, Multigrad zu machen, da die Bildergebnisse ansonsten relativ enttäuschend sein dürfen. Wichtig ist, dass man die Bilder so ausarbeitet, dass sie einem im Wasser ein bisschen zu hell vorkommen. Denn wenn die Bilder trocknen, dann ziehen die nochmal ordentlich an. Das ist bei allen Papieren so, bei dem hier aber am allermeisten und so sehr ist mir das noch bei keinem anderen Papier aufgefallen. Deswegen bin ich zwischendurch rausgegangen und habe mir die Bilder in die Sonne gelegt und getrocknet, um sie wirklich am besten beurteilen zu können. Wenn ihr kein Sonnenlicht zur Hand habt, dann möglichst eine sehr, sehr helle und möglichst sonnenähnliche Lichtquelle auswählen, um die Papiere zu begutachten. Denn es ist durchaus so, dass sie bei unterschiedlichen Lichtfarben, bei unterschiedlichen Lichttemperaturen völlig anders wirken können. Zu Beginn des Printing-Prozesses mache ich natürlich so ein paar Versuche. Logischerweise könnte man hier mit irgendwelchen schrittweisen Belichtungsstufen arbeiten, darauf habe ich aber überhaupt keinen Bock. Das Ergebnis lässt sich immer am besten im ganzen Bild begutachten und hin und wieder hat man auch Glück und erwischt gleich am Anfang die richtige Belichtungszeit und die richtige Filterkombination. Dann kann man das Bild direkt so nehmen. Auf die andere Weise mit den Belichtungsschritten hat man unter Garantie ein Bild verschwendet. Ja, ihr dürft das natürlich gerne machen, wie ihr wollt. Ich mache das gerne auf diese Weise. Und in meiner Schale der Schande liegen, wie gesagt, auch nur 4 Papiere. Die hätte man definitiv auch verbraucht, hätte man verschiedene Belichtungsreihen angestellt. Dann beginne ich als erstes mit sehr, sehr viel Yellow. Das heißt, ich gehe auf 200 Yellow und auf 150 Magenta und mache nacheinander jeweils 10 Sekunden Belichtungszeit. Aber das konnte schon nicht funktionieren. Das Foma-Papier ist extrem empfindlich. Daher habe ich noch den Dichtefilter vollständig reingedreht und das Objektiv nochmal ein Stückchen abgeblendet. Sicher ist sicher. Gut, im Anschluss komme ich auf eine Zeit von 5 Sekunden, muss aber dann feststellen, dass mir ja, die Schatten noch ein bisschen, die Lichter noch ein bisschen zu schattig sind. Also das heißt, dass wir gerne noch ein bisschen klarere Lichter haben können. Dazu nehme ich dann ein bisschen Gelb raus. Das heißt, ich gehe auf 150 Gelb und 150 Magenta, stelle dann aber fest, dass ich gerne noch mehr Schwarz in den Schwärzen hätte und gehe dann wieder 50 nach oben mit dem Magenta. Das heißt, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich ganz am Anfang war, nur umgedreht. Das heißt, der Magenta ist bei 200 und der Yellow ist bei 150. Die unterschiedlichen Vergrößerermodelle haben da völlig unterschiedliche Skalen und ihr müsst bei euch die richtige Kombination herausfinden. Wer mit Meopta arbeitet, wird mit dieser Kombination und einem ähnlich entwickelten Film wie dem unseren ungefähr ähnliche Ergebnisse erzielen können. Wichtig ist nur, dass man beachtet, dass das Papier wirklich extrem
kommt der chemische Teil. Zuerst geht das Ganze für 90 Sekunden in den Entwickler. Das ist ein Neutool Echo, der mit richtig viel Power anzieht und ja, auch eine ganz angenehme Standzeit hat. Im Anschluss kommt es in Stoppbad. Das ist auf Basis von Kaliumdisulfid, ganz einfach deswegen, weil man Essigsäure-Stoppbad die Wässerungszeiten am Schluss nochmal deutlich anheben würde. Und das ist ja das Wichtigste bei Baryt, dass wir die möglichst kurz halten. Dann kommen zwei Fixierbäder, um möglichst schnell ausfixieren zu können. Die werden genauso angesetzt wie für Film, was für Papiere eigentlich völlig unüblich ist. Aber so können wir sie deutlich kürzer durchschleusen und der Fixierer hat gar nicht so viel Gelegenheit, zu tief in den Papierfilz einzuziehen. 30 Sekunden im ersten, 30 Sekunden im zweiten und zack, sind wir fertig. Wenn ich den Platz dafür habe, kommt dann noch eine Wässerungsschale, um die Wässerungshilfe, die dahinter steht, ein bisschen zu schonen. Die basiert auf Natriumsulfid. Da bleibt das Bild wieder für ein paar Minuten drin und anschließend kommt es wieder in eine Wasserschale. Nach der Wasserschale kommt sie in den Wassereimer und in dem Wassereimer bleibt sie dann auch eine Weile lang stehen. Dann lege ich sie zwischendurch vielleicht mal zum Trocknen, je nachdem, wie ausgiebig meine Dunkelkammersitzung ist. Heute habe ich zwischengetrocknet, um anschließend in der Badewanne nochmal ordentlich auszuwässern. Viertelstunde Badewanne, zwischenwässern, also mit der Hand unter fließendem Wasser und dann nochmal eine halbe Stunde Badewanne. Bei Tageslicht lassen sich die Prints natürlich am besten beurteilen. Deswegen liegen die jetzt hier draußen in der Sonne zum Trocknen. Ich gucke jetzt mal mir die an. Die erste Version, als ich den Yellow-Filter praktisch noch völlig reingedreht hatte, ist mir in den Lichtern etwas zu grau. Also das heißt, in diesem Teil hätte ich gerne völlig weiß gehabt. Deswegen bin ich dann im zweiten Schritt von 200 auf 150 gegangen. Und da gefällt mir dann so die zweite Version bei dem Print schon deutlich besser. Besonders, weil ich auch noch ein Staubkörnchen entdeckt hatte, das jetzt dann weg ist. Und ich sehe hier jetzt ehrlich gesagt kein einziges Staubkörnchen auf diesem Bild. Das heißt, das ist völlig sauber, da haben wir überhaupt keine Probleme. Jetzt müssen wir nur warten, bis es völlig trocken ist, weil es gibt kaum ein Papier, bei dem der Trocknungsvorgang nochmal so stark ins Gewicht fällt wie bei dem Foma. Also das heißt, wir brauchen hier wirklich ein trockenes Bild, um das Ergebnis effektiv beurteilen zu können. Das muss noch nicht perfekte Planlage haben, wir müssen es so oder so nachher noch ein bisschen besser auswässern. Aber für den ersten Überblick ist das jetzt mal gar nicht schlecht. In der Zwischenzeit kann man sich einen guten Kaffee genehmigen. Dann habe ich den guten Abzug, den ich jetzt noch in irgendeiner Art und Weise trocken kriegen muss. Das ist gar nicht so einfach. Für mich hat sich, weil ich eben gerade diese drei einfachen Pressen da habe, der Weg etabliert, dass ich mit einem Kabel und drei Pressen arbeite. Das heißt, die immer jeweils so ein klein bisschen aufheizen lasse, nicht zu sehr. Dann das Bild drauflege, erstmal ein bisschen das Wasser verdampfen lasse, das Tuch drüber spanne und wenn das Tuch wieder trocken ist, den Abzug rausnehme. Kleiner Nachteil, manchmal bleiben die Tücher dran kleben, dann muss man mit einem sehr feinen Mikrofasertuch die Oberflächen des Bilds nochmal ein bisschen polieren und eigentlich kriegt man dann alles restlos runter. Ist dann kein Problem mehr. Wie ein PE-Abzug ist ein Baryt-Abzug nie und schon gar nicht, wenn man ihn an der freien Luft lagert. Das kennt ihr sicher. Ich habe euch hier mal eine Methode gezeigt, wie man das Ganze kaschieren kann mit einem Sperrholzbrett. Ist nicht jedermanns Sache. Man hat natürlich dann auch immer ordentliche Stärken an Papier darum liegen. Deswegen bin ich da auch relativ tolerant, wenn sich das Bild auch mal ein bisschen wölbt. Wenn man es aufhängen will, ist es ohnehin am schönsten in einem Rahmen und da wird das Papier sowieso völlig platt gedrückt und da muss man es nicht mal durch eine Presse jagen, da reicht es völlig, wenn man ein halbwegs krummes Bild zwischen Glas und Andruckplatte hinten klemmt. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.